Hallo und Bleibt in willkommen Bewegung. bei einer weiteren Folge von Morrowind. Und dieser Soldat, der hat gerade so, also uns Bleibt gerade in so Bewegung. zugepfiffen. Ich glaube, wir sind schon eine sehr, sehr heiße Braut. Man sieht uns gerade, ist nicht gerade wirklich an, aber ich glaube schon, ja. So, okay. Wir sollten doch gerade in die richtige Richtung gehen, oder? Ja, das ist Richtung Balmora. Jetzt haben wir ein nordisches Breitschwert. Okay. Also ich nehme an, wenn man nach vorne geht, macht er einen Stoß. Also unterscheidet zwischen Schlag, Hieb und Stoß. Also das hier wird doch wohl Stoß sein. Das hier Hieb und das hier einfach nur Schlag. Oder anders, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, da haben wir diese fetten Viecher da, die ich mal einfach mal in Ruhe lasse. Die ja wirklich nicht so schön aussehen. Also Morrowind hat eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, ekelhafte Fauda. Also die Tiere sind alles ein bisschen bäh und ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Also hier würde ich nicht gerne allzu lange leben. Ich glaube, da würde ich schon nach Himmelsrand ziehen wollen. Aber egal. Das Spiel will ja trotzdem was hergeben. Und ich nehme ja nur gerne an. So. Unten links sieht man ja gerade das Schwert mit einer Haltbarkeitsleiste auch. Und rechts davon ein was Leeres. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich zwei Einhandwaffen gleichzeitig in die Hand nehmen. Aber das Schild wird nicht dran angezeigt. Das finde ich ein bisschen schade. Na, ihr Ratten. Ich kann gleich mal mit euch mein neues Schwert testen. Haha, ging schnell. Okay, manchmal. 6 ist 18. Hat alles irgendwas bis 18, nur bei Schlag 6 bis 18. Also sollte man doch schon versuchen, eher zu schlagen als alles andere. Ach ja. So, dann laufen wir mal Richtung Balmora. Ich meine, ich mag diese Melodie wirklich sehr gern, die man gerade hört, die Morrowind-Theme. Aber ich finde, sie wiederholt sich dann doch schon sehr oft. Aber das Gefühl, dass irgendwie Morrowind irgendwie musiktechnisch nicht ganz so viel zu bieten hat. Und vor allem hat das Gefühl, dass diese Melodie gerade zu episch ist, einfach nur, um sie zu nutzen. Also es ist wirklich eine sehr epische Melodie. Aber irgendwie zu episch, um einfach nur einen ganz normalen Spaziergang durch ja, die Gegend hier ja, zu untermauern oder wie auch immer, was Musik halt macht, zu untermauern, zu gestalten. Ich finde, ja, es ist irgendwie ein sehr inflationierender Gebrauch dieser Melodie. Es wäre so, als würdest du bei jedem einzelnen, also ich zum Beispiel, die tanzen schon wieder miteinander. Auch bei Skyrim, da ist ja auch die Main Theme sau episch. Und stell dir vor, die würde die ganze Zeit überlaufen. Irgendwann hättest du einfach keinen Bock mehr drauf. Also ich wirklich, also gute Melodien Sputet euch, oder ich habe nur Themes wenig Zeit. sollten nicht inflationär gebraucht werden. Ich habe das Gefühl, das machen die hier so ein bisschen mit der Main Theme, während die in Skyrim eigentlich fast nur im Titelbildschirm vorkommt und bruchstücksweise halt einfach nur wirklich während sehr relevanter Kämpfe. Ja. Damit wäre, denke ich mal, alles gesagt. So. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 305, okay.
Also haben wir durch unseren kleinen Raubzug ordentlich Gold gemacht bisher. Könnt ihr eure Frage schnell stellen? Ich muss weiter. Erzählt eure Geschichte. Du stehst die ganze Zeit über. Die ganze Zeit nur an derselben Stelle, du kleine Bitch. Hä? Und ich soll meine Frage schnell stellen. Ich laufe an dir vorbei. Ich wirf meine Frage, die Frage schnell stellen, ne? Ich sag nichts, ne? Ich sag gar nichts. Ich muss weiter. Du stehst, seit ich herkomme, die ganze Zeit nur an derselben Stelle. Hast dir wahrscheinlich schon tausendmal eingepinkelt, ne? Oh Gott. Kein Wunder, dass es hier so stinkig aussieht und verfault. Ja, worum ging es eigentlich? Du hast ja auch Alzheimer oder wie? Ja, haben die Caldera eben Erzmin halt, ne? Ja, danke. Ja, wo sie sind, das weiß ich jetzt auch schon. Südwestlich. Nicht südöstlich, ne? Telvanyagen. Okay. Ihr habt alle vier? Gut. Das wird einige Leute in der Caldera-Bergwerkgesellschaft sehr glücklich machen. Und hier sind 400 Draken. Die Caldera-Bergwerkgesellschaft zahlt gut. Sobald ihr bereit seid, weitere Befehle entgegenzunehmen, lasst es mich wissen. Ja, 400 Draken und dem Inventar hinzugefügt. Nice. Freue ich mich tatsächlich drüber. Kann man nämlich gut gebrauchen. So, was ist das hier eigentlich? Ist das irgendwie die Sympathieanzeige oder so? Überzeugen, bewundern. Bewunderung gescheitert, kein Interesse. Okay, es ist gesunken. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich eine Art Sympathieanzeige. Überzeugen, spotten, drohen. Bestechung mache ich. Ja, Abbruch. Bringt mir alles nichts. So, Beförderung. Ihr habt die Anerkennung der Kriegergilde, Enno. Ihr seid nun Schüler. Okay, nochmal Beförderung. Ihr seid nun Geselle. Nice. Zwei Beförderungen auf einmal. Und unser Ansehen ist gestiegen. Beförderung. Eure Talente sind bemerkenswert, aber einige zweifeln an der Tiefe eurer Hingabe. Übernehmt mehr Aufgaben für die Kriegergilde und ihr werdet euch schon bald euren Platz verdienen. Okay, wir sind nun ein Geselle. Und ich möchte neue Befehle. Ah, unsere Sympathie bei ihr ist gerade wieder gestiegen. Ich brauche jemanden, der unserem Kunde ein Codebuch zurückbringt. Ein Codebuch? Das Codebuch, das unser Klient haben möchte, befindet sich in den Händen von Sotilde in der Taverne Südwall in Balmora. Findet das Buch und bringt es zu mir. Taverne Südwall in Balmora. Wo genau? Okay, leb wohl. Mehr Informationen kriege ich wahrscheinlich nicht. Okay, Taverne Südwall, lokal. Ich dachte, ich fange einfach mal südlich an. Da, Südwall-Taverne. Okay, gut. War ja scheinbar auch die richtige Idee. Oh, da ist eine Treppe runter. Ich glaube, ich bin jedes Mal von runter gelaufen oder gesprungen. So. Ihr rempelt euch wirklich sehr gerne an hier, ne? Fasst euch kurz oder geht. Bin doch schon dabei. Mann. Chill mal deine Base, Alter. So, So, Südwall-Taverne. War das die hier? Ja. Ladebereich. Hallo. Ein Codebuch. Hallo. Ich bin hier wegen des Codebuches. Was ist ein Codebuch? Über sowas würde ich mit euch nicht reden. Überzeugen mal ein bisschen. Bewundern. Gut, Absichten, Abenteurer. Jedoch zweifle ich, dass ich sie ehrlich meint. Überzeugen. Okay, dann drohe ich mal ein bisschen. Drohung ist die eines Schwächlings. Codebuch. Sowas möchte ich euch nicht reden. Okay. Lebt wohl. Ich glaube nicht, dass ich euch hier noch sehen will. Schnell, hier drüben, Diebespack! Was? Ich hab noch nicht mal was mitgenommen. Das geht euch alles nichts an. Wenn Hallo. Ich euch helfen kann, werde ich es tun. Hauptsache, es dauert nicht zu lange. Codebuch. Schade, hat er keine Informationen drüber. Hallo.
Khajiit hat keine Zeit für dich. Das ist in Ordnung, Khajiit. Ihr wollt der Diebesgilde beitreten? Lebt wohl. Sind alle Gilden etwa hier drin vertreten oder wie? Geht zu einer Wache. Beeilt euch also. Ja. Betten. Das geht euch alles nicht. Tut mir leid, ich habe nur wenig Zeit. Beeilt euch. Okay, ich habe von Sidwal in Balmora den Kultbuch von Sotilde zu holen. Ist das Sotilde? Das ist Sotilde. Okay. Überzeugen. Spotten. Ihr seid erbärmlich. Verdammt. Überzeugen. Bewundern. Hört auf damit. Okay. Die mag uns überhaupt nicht. Okay. Kleines Geheimnis. Aus meinen Augen. Okay. Keinen Ratschlag. Ich versuche mich gerade mal ein bisschen in der einzuschleimen. Einfach nur, scheinbar ist unsere Redekunst nicht gut genug bei Überzeugen gewesen. Okay. Zuzüglichen Wadenfall gehen nach Balmora. Also Zuzüge in Wadenfall gehen nach Balmora. Das Haus Halu hat sich dem Kaiservolk angepasst. Die Bewohner sind bunt gemischt. Dienste werden vielfach angeboten. Unfreundlich ist man zu Fremden im Norden, im Bezirk von Haus Redoran. Oder in Vivi. Redoran? Egal. Im Wilden Osten bei der Telvanni-Zaubern ist definitiv niemand freundlich. Versucht es bei den Ausstattungen, fragt bei den Gilden nach Arbeit, wenn ihr Fürstentümer, bla bla bla. Beruf. Aus meinen Augen, verdammt. Dienste. Drecksau. Handeln. Überzeugen, okay. Was Bestechung? Ich nehme mal Geld nicht. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr. Kein schlechter Anfang. Was habt ihr sonst noch? Codebuch. Ach, verdammt. Handeln. Überzeugen. Bewundern. Hört auf damit, verdammt. Bewundern. Hört auf damit. Bewundern. Bewundern. Bringt nichts. Abbruch. Verdammt. Ich setze das Ganze einfach mal zurück. So. Ich glaube nicht, dass ich euch hier noch sehen will. Überzeugen. Bestechung. Oh, das habt ihr gut ausgedacht, Enno. Ich werde es mir überlegen. Handeln. Was hat sie denn als Eisenwurfmesser? Ein Chitin-Kutschwert, kurzer Verein, nicht? Okay. Fackel, Eisenpfeil. Okay. Anbieten. 36. Okay, es hat sich nicht wirklich darauf ausgelöst. Okay, was für ein Codebuch? Darüber würde ich mit euch nicht reden. Okay, Alles andere. Ich versuche gerade einfach nur alles Mögliche. Ah, Überzeugung. Okay, ich versuche nochmal ein bisschen zu bewundern. Versuche nicht, mir schön zu tun, Rotwadon. Überzeugung, noch ein bisschen bewundern. Hör auf damit. Okay, verdammt, lieb wohl. Mann, ich muss irgendwie Informationen zum Codebuch von ihr bekommen. Das geht euch alles nichts an. Habe das noch nie gesehen. Sprecht. Ich glaube nicht, dass ich euch hier... Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Warum kommst du mir nach?
Das könnte es ja sein. Okay, dann gucke ich mich einfach selber danach um. Khajiit hat keine Worte für dich. Ist mir doch egal. Dieser Geruch neu ist. Gefalteter Stoff, das sieht aus wie ein Buch. Ja? Was wollt ihr? Ich bin neugierig. Ich gucke mich doch nur ein bisschen um. Okay. Warum kommst du mir nach? Nerv nicht. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Okay, Satilde. Lass mich in Ruhe. Überzeugen. Bestechung. Überzeugen. Bestechung. Schon gut, ich werde sehen, was ich machen lässt. Okay, Codebuch. Was für ein Codebuch? Okay. Vielleicht kann ich jetzt ja ein bisschen bewundern. Klappt nicht, verdammt. Codebuch. Codebuch. Endlich. Okay, gut, mein Freund. Ihr wisst von dem Codebuch. Ich möchte keinen Ärger mit euch, also nehmt es einfach. Sagt nur niemand, dass ihr es von mir habt. Okay. Geht wohl. Willkommen. Das war doch mein Auftrag, ne? Ja, okay, gut. Dann hört sich das ja schon mal erledigt. Okay, also ein bisschen Schmiergeld kann einen durchaus weiterbringen, haben wir jetzt gelernt. Wie viel Geld habe ich jetzt? Nur noch 300, okay. Ich glaube 400 für dich habe ich für die letzte Mission bekommen und gerade 300 ausgegeben. Oder war es 400? War es jetzt rentabel? Keine Ahnung, aber es geht, erstmal ist es wichtig, in der Kriegergilde anerkannt zu werden, würde ich mal vermuten. Und der holden Frau, die hier... Darf ich euch helfen? Ach, ekelhaft. Codebuch, jupp. Schön, dass ihr das Codebuch habt. Enno, überlebt, gebt es und ich werde euch bezahlen. Codebuch übergeben, okay. Hier habt eure 50 Tragen, Enno. Die Gilde braucht mehr Leute wie euch. Folgsam und effizient. Wer noch mehr Befehle wollt, fragt einfach. Befehle. Havine der Seele schuldet unserem Klienten 200 Draken. Bringt mir die Seele das Schuldgeld. Wer ist denn die Seele? Ich bin gerade ein bisschen genervt, dass ich nur 50 Draken gerade bekommen habe, aber... Okay. Helviane de Seele betreibt eine Taverne in Suran. Sie schuldet Manos Ofrethleth. Ich habe diese Angewohnheit, das TH immer auf die englische Art und Weise auszusprechen. Bringt mir das Geld und ihr könnt die Hälfte davon behalten. 100 Raten? Na gut. Suran. Wo befindet sich denn Suran? Eine Taverne in Suran. Suran, Suran, Suran. Lebt wohl. Nun, dies scheint ein großer Tag zu werden. Das glaube ich auch. Dann werde ich jetzt einfach mal gucken. Suran, wo ist denn Suran? Sind wir schon einem Ort namens Suran begegnet? Vielleicht verlasse ich einfach mal die Ortschaft und gucke mal nach, ob einer von den Wegweisern dort auf einen Ort namens Suran deutet. Ansonsten ist es auch egal, ich beende ja gleich mal die Folge sowieso. Dann habe ich auch was vor. Versteckt es ist, ja. Niemand es finden wird. Ja. Was? Diebstahl? Nein. Schließen. Okay. Ich wollte es nur mal eben testweise ausprobieren. So. Aber hat gar nichts dabei gehabt. Gott, ist die bissig.
Reisen. Suran, 23 Tragen. Okay. Welt. Das ist weit. 100 Raken kriegen wir, 23 geben wir für die Reise aus. Ist rentabel. Hey Leute, okay, das Helviane die Seele, okay. Hallo. Klick wohl. Eine Schmiede. Da haben wir selber mal nichts zum Schmieden. Hallo. Dunkle Bruderschaft, genau. Abschaum, allesamt. Wenn sie wirklich hinter euch her sind, Freund, dann solltet ihr euch besser Unterstützung suchen. Oder euer Testament machen. Oder beides. Okay. Kenne ich euch nicht? Wir kennen uns nicht. Sollten wir eigentlich nicht. So, Dunkle Bruderschaft. Also. Okay, sagt mir das Helvan in Suran Manus Odlet. Miss Ailis Feuer. Die Seele. Helviane, die Seele. Okay, lebt wohl. Vielleicht, wenn ich irgendwo eine Kneipe finde. In Kneipen bekommen wir doch mal gerne hin wieder mal ein bisschen Informationen. Schneiderei, hallo. Bula Grabuk. Es freut mich, euch kennenzulernen, Enno. Ich bin Bula Grabuk. Neu hier? Ich bin sicher, dass ihr mir ein paar Fragen stellen wollt. Tatsächlich mein freundlicher Ork. Ich meine, ich habe grundsätzlich nichts gegen Orks. Ich finde die ehrlich gesagt sogar sehr sympathisch. Aber trotzdem, die meisten Orks waren meist immer so, ich kenne euch nicht. Es hat bisher immer einen schlechteren Eindruck gemacht. Okay. Schmiede, was haben wir denn hier? Ein Pfandleier, okay. Ich wusste gar nicht, dass die hier schon Pfand hatten. Haus der irdischen Freuden. Und eine Ausstatterin. Ich habe etwas gehört. Ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht von dem, was ich erwartet habe. Was wünscht ihr denn? Khajiit hat keine Zeit für dich. Da war vermutlich nichts. Ist das ein Khajiit oben ohne? Ich meine, ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt, aber okay. Überzeugen. Leb wohl. Schuldgeld? Oh, das ist die. Ich sehe nicht, warum ich etwas angehen sollte. Ich spreche über diese Dinge nicht gerne mit meinen Freunden, geschweige denn mit jemandem, den ich kaum kenne. Überzeugen. Drohen. Würde ich euch anhören, Rotwardon. Noch ein bisschen mehr drohen. Bringt nichts. Okay. F9. Für Neuladen. Ja. Also. Schuldgeld. Bringt nichts. Okay. Ich bin Händler. Ich verkaufe jetzt nämlich alles. Okay, womit verhandelst du denn? Mondzucker. Ist Mondzucker nicht so eine Droge? Was ist das für ein Gestank? Wo habe ich nur meine Gedanken gehabt? Wow, das ist unfassbar sexy. Alles andere. Die neuesten Gerüchte bestimmte Dienste. Wo ist ein Raja? Keines Geheimnis. Schuldgeld, Suran.
Als andere, ich bin Händler. Ja, ja. Okay, überzeugen. Spotten. Spott gescheitert. Okay. Schuldgeld. Okay, leg wohl. Vielleicht muss man auch ein bisschen, auch ein bisschen geduldiger sein. Vielleicht müsste ich mal ein bisschen mehr mit der interagieren. Bestimmten Ort. Mörsgerüchtedienste. Vielleicht ihr irgendwie helfen oder so in irgendwas. Bewundern. Gute Ansichten. Doch, ich helfe es. Ehrlich meint. Gescheitert. Okay, nochmal. Bewundern. Auf damit. Verdammt. Warum kommst du mir nahe? Wir sollten das ein bisschen mehr scalen. Okay, ich überziehe in letzter Zeit die Folgen sehr. Ja, ja. Wow. Was ein erotisches Haus. War das gerade... Ist es Haare? Soll das erotisch sein oder so? Worum geht es? Wie der Typ da so in der Ecke steht. Mach nichts. Süßer Duft. Die ist ein Assassine, ich sag's euch. Das sieht das... Sie hat so ein... Hat keine Zeit für dich. Sie hat eine versteckte Klinge. Seht ihr das? Sie ist eine von den Assassinen. Aber von den guten Assassinen. Aus Assassin's Creed. Das erkenne ich doch. Ich finde es interessant, dass hier in einem Land, wo eigentlich die meisten Leute eigentlich Dunkelelfen, also Dunmer sind, trotzdem eine Rotwadrone, eine Nord- und eine Kaiserliche tanzt. Um was geht es denn? Du nimmst nämlich an, dass es eine Kaiserliche ist. Es könnte auch eine Bretonin sein oder... Ich glaube zumindest, dass es eine Kaiserliche ist. Das Gesicht wäre mir bekannt. Egal, ich überziehe gerade schon wieder. Also, bis zur nächsten Folge. Tüdelü.